Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Anfängerguide zu Ark Survival Evolved. Ich weiß, es gibt hier wie Sand am Meer, aber vielleicht gibt es ja noch das eine oder andere, was ihr noch nicht wisst und was ich euch noch beibringen kann. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und ich würde sagen, wir fangen an. So, nachdem ihr euren wunderhübschen Charakter erstellt habt, wo ihr wirklich massig an Auswahl habt, was ihr da alles einstellen könnt, von was weiß ich, Kopfumfang bis Größe der Füße und so weiter, und ihr euch selbstverständlich einen Namen gegeben habt, werdet ihr gefragt, ja, wo möchtest du denn spawnen? Möchtest du im Norden spawnen, im Süden oder vielleicht im Osten oder sogar im Westen? Ich weiß noch genau, als ich angefangen habe, da habe ich mir gedacht, ja, schön, wo ist denn überhaupt alles? Wo finde ich was? Wo ist der beste Ort etc.? Und glaub mir, ich habe am Anfang den schlechtesten Ort überhaupt genommen, weil ich unwissend war. Das wollt ihr wirklich nicht. Als Faustregel zum Beispiel könnt ihr euch merken, ich werde euch jetzt eine entsprechende Karte einblenden. Das ist auch die Karte der Insel. Also zum Beispiel würde das Ganze hier auch so aussehen. So sieht die aus. Und die ist unterteilt in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Spawn-Regionen. Jeweils immer in drei Zonen. Also es gibt zum Beispiel Nordzone 1, Nordzone 2 und Nordzone 3. Und manchmal ist es so bei der Zone 3, dass sie sich auch nochmal in drei Punkten unterscheidet. Was ich vorher auch noch gar nicht wusste, aber ja, man lernt ja nie aus. Und ihr könnt euch als Faustformel merken, je weiter ihr gen Norden geht, desto gefährlicher wird es. Sprich, ihr wollt weit im Süden oder tief im Westen spawnen. Und wenn ihr zum Beispiel hier jetzt guckt auf der Karte, wo der Punkt Mi ist, da bin ich gerade. Da stehe ich. Und das dürfte so in etwa die Zone W2 sein, allerdings spawnt ihr da am anderen Ufer, also sprich, ihr würdet da drüben spawnen. Und ich kann euch eigentlich empfehlen, die Zone, ja, W2. W1 ist auch noch in Ordnung. W3 wird dann schon wieder kritisch, weil ich nicht weiß, welche Zone es davon wird. Oder auf jeden Fall eben auch den Süden. Der Osten ist schon wieder zu weit oben. Okay, das wäre das zu den Spawn-Gelegenheiten. Und dann kommen wir jetzt mal dazu, wenn ihr euch denn für eine Zone entschieden habt, dann war ich zumindest erstmal ganz überwältigt. Und wenn wir jetzt I öffnen, dann sehen wir hier unser Inventar. Nicht wundern, ich habe jetzt keinen neuen Charakter erstellt, deswegen bin ich schon Level 90. Ihr logischerweise werdet Level 1 sein. Und dann seht ihr ganz, ganz viele Stats. Und dadurch, dass ich die jetzt schon ein bisschen gelevelt habe, werde ich euch erstmal die ganz normalen einblenden. Dazu muss ich mir jetzt aber selbst hier gerade mal ein kleines Fensterchen öffnen. So, ich habe mich ja schließlich vorbereitet. Ich will euch ja hier auch ein bisschen was beibringen. Und zwar seht ihr als erstes, wenn ich jetzt dran denke, das einzublenden, dann seht ihr als erstes die Health, das ist die Gesundheit. Ich denke mal, das ist selbsterklärend. Das ist eure Lebensanzeige so gesehen. Als nächstes gibt es da Stamina, das ist eure Energie. Also sprich zum Beispiel, wenn ihr hier auf einen Baum einschlagt, dann seht ihr schon, dann blinkt es da unten auf. Dann geht euer Stamina runter. Also es ist wirklich, wie effektiv ihr zum Beispiel arbeiten könnt oder wie lange ihr rennen könnt. Dann gibt es Oxygen. Das ist euer Sauerstoff unter Wasser. Sprich, wenn das leer geht, dann habt ihr ein ziemlich großes Problem. Und er säuft kläglich. Dann gibt es die Anzeige mit Food, also Hunger. Im Prinzip auch selbsterklärend, wenn die Anzeige gen 0 sinkt, dann habt ihr ebenfalls ein Problem, dann seid ihr ziemlich hungrig. Und dann eben noch die Wasseranzeige.
Sprich, wenn die sinkt, dann seid ihr am Verdursten. Dann kommt euer Weight, euer Gewicht. Im Prinzip auch ziemlich selbsterklärend. Das ist halt die Menge, die ihr tragen könnt. Also alles hier im Spiel hat ein entsprechendes Gewicht. Hier zum Beispiel, wenn wir jetzt meinetwegen gucken, ich habe gerade 5 Holz dabei und die wiegen insgesamt 2,5 Gewicht. Und sprich, wenn ihr nur die dabei habt, dann wären das eben 2,5 von 100. Und wenn ihr komplett ausgelastet seid, dann könnt ihr euch nicht mehr wirklich bewegen. So, kommen wir zum Melee Damage. Das ist im Prinzip euer Schaden, den ihr macht, beispielsweise hier auch mit den blanken Fäusten. Und dann noch der Movement Speed, also sprich, wie schnell ich hier herumlaufen kann oder auch sprinten kann. Das ist davon abhängig. Dann Fortitude, das wird wahrscheinlich für den einen oder anderen das Interessanteste sein. Das ist eure Resistenz gegenüber dem Wetter und der Bewusstlosigkeit, überwiegend aber eher von dem Wetter. Sprich, in Arkia gibt es ganz, ganz viele Wettereindrücke. Es kann regnen, es kann unwahrscheinlich heiß werden. Wenn ihr im Schneebiom seid, dann wird es unwahrscheinlich kalt und. Und dementsprechend reagiert ihr darauf. Und wenn ihr das skillt, dann könnt ihr euch dagegen ein bisschen wappnen. Je nachdem, wie viele ihr eben darin geskillt habt. Crafting Speed ist die Geschwindigkeit, wie schnell ihr etwas bauen könnt. Und Torpor ist euer Bewusstlosigkeitswert. Also sprich, wenn der steigt, ich meine, bis wenn ihr 50 erreicht habt, dann werdet ihr bewusstlos. Und wenn ihr ein Level Up bekommt, dann könnt ihr alles skillen bis auf den Torpor-Wert. Der ist festgeschrieben. Und wenn wir jetzt gerade schon schön hier beim Leveln sind, also ihr könnt einmal immer einen Stat pro Level erhöhen. Und dann gibt es hier die schönen Engram Points. Ihr bekommt nämlich mit jedem Level Up Engram Punkte. Und dann habt ihr hier eine ganz, ganz große Auswahl an Sachen. Natürlich, je höher ihr steigt, desto mehr werdet ihr Zugriff darauf haben. Und wenn wir hier beispielsweise den Speer nehmen, der würde euch dann 3 Engram-Punkte kosten. Und dann habt ihr den so gesehen gelernt und könnt ihn dann craften. So, gucken wir mal, was ich mir noch weiter aufgeschrieben habe in meiner Liste. So, als nächstes habe ich mir notiert, dass ich euch ein bisschen die Tools, die Werkzeuge erklären möchte. Und zwar startet ihr mit einer Spitzhacke und mit einer Torch. Mehr habt ihr zum Anfang nicht. Und hier habe ich mir jetzt mal eine kaputt gemacht. Weil, wenn die jetzt kaputt ist, dann müsst ihr euch keine neue craften, wenn ihr die entsprechenden Materialien dabei habt. Ihr seht zum Beispiel, das würde jetzt hier ein Stone, ein Wood und ein 5 Thatch benötigen. Wenn ihr die Sachen in eurem Inventar dabei habt, dann könnt ihr, so wie ich, weil ich das jetzt auf 1 liegen habt, einfach die 1 drücken und dann baut ihr das wieder. Dann habt ihr die Spitzhacke sozusagen wiederverwertet. Aber, wenn mir das gerade einfällt, ich habe euch ja noch gar nicht erklärt, wie ihr überhaupt an Materialien kommt. Und das ist natürlich erstmal das A und O. Und zu Anfang habt ihr eben nur eure Fäuste. Und da könnt ihr hingehen, zum Beispiel hier jetzt, bei der Palme. Fangt an, darauf zuzuschlagen. Und dann seht ihr schon, ihr bekommt 3 Thatch und so weiter und so fort. Müsst ihr allerdings bedenken, da geht einmal euer Stamina runter. Und weil ihr mit den blanken Fäusten hier drauf schlägt, tut euch das natürlich weh. Okay, so könnt ihr zum Beispiel schon mal einen Thatch bekommen. Oder ihr könnt hier am Strand die herumliegenden Steine aufsammeln. Das ist auch möglich. Oder hier die Bärensträucher. Das ist eigentlich ein Bärenstrauch und kein Stein. Da bekommt ihr Fiber von und ganz, ganz viele Beeren. Zu den Beeren kann ich aber gleich auch nochmal eingehen, beziehungsweise möchte ich auch. So,
So kommt er jedenfalls schon mal an die Sachen für eine Spitzhacke. Beziehungsweise, ich weiß gerade gar nicht, ob man auch... Nee, Flint braucht man nicht dafür. So, dann habt ihr die. Ich habe euch ja auch schon gezeigt, wie ihr die wieder herstellen könnt. Und ihr seht schon, so geht das natürlich deutlich schneller. Und ihr verletzt euch dabei auch nicht. So. Und zwar gibt es dann noch bei den Tools, ich sag mal, eure Haupttools sind eine Spitzhacke und eine Axt. Und man kann sich gut merken, dass die Axt, die gibt sozusagen immer die primäre Ressource. Also wenn ihr zum Beispiel hier jetzt hier drauf einkloppt, dann seht ihr ja schon, ich bekomme deutlich mehr Thatch als Wood. Wenn ihr jetzt in diesem Fall die Axt darauf benutzen würdet, dann würdet ihr mehr Holz bekommen als Thatch. Genauso ist es zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Tier ausnehmt, dann bekommt ihr mit der Axt mehr Hide und mit der Spitzhacke mehr Fleisch. Oder aber, wenn ihr zum Beispiel auf Felsen einhaut, dann bekommt ihr mit der Spitzhacke bekommt ihr mehr Flint als Stein und umgekehrt. Das muss man sich auf jeden Fall merken, wenn man effektiv farmen möchte. Und ihr seht schon, natürlich hat die Spitzhacke eine gewisse Haltbarkeit nur. Und dann müsst ihr sie reparieren. So, kommen wir zur nächsten Sache, um euch zumindest am Anfang ein bisschen gegen das Wetter zu rüsten. Gibt es auch Kleidung? Ihr seht hier zum Beispiel schon Your Equipped Items. Head, Torso, Legs, Feet, Hands und Offhand. Offhand ist allerdings ist nicht so wichtig. Weil es gibt nämlich die Cloth Pants, Cloth Shirt, Cloth Hat, Cloth Boots und Cloth Gloves. Das ist so gesehen eure erste Kleidung. Und das meiste meine ich, bekommt man, wenn man Fiber sammelt. Lass mich mal gerade gucken. Ja, alles mit Fiber, okay, da braucht man noch ein bisschen Halt für. Und wenn ich mir jetzt das beispielsweise crafte, dann kann ich mir das hier draufziehen und dann habe ich das schon mal equipped. Und ihr seht, es würde euch jetzt schon mal 10 Schutz geben. Und seht ihr auch unter Character Stats, ist euer Armor jetzt gestiegen. Das spricht, wenn ich das wegnehme, da ist 0. Und hier ist jetzt 10. Und schön, dass es im Übrigen geregnet. Und ihr seht auch schon, euer Hyperthermal Insulation verändert sich ebenfalls. Das ist eure Anzeige gegenüber Hitze und Kälte. Sprich, Kleidung ist ganz, ganz wichtig. Da könnt ihr euch schon mal ein bisschen schützen gegenüber dem Wetter. Plus ihr bekommt ein bisschen Rüstung. So. Kommen wir jetzt zu ein paar Schnelltasten, die ich euch zeigen möchte. Und zwar, wenn wir jetzt mit I unser Inventar öffnen, dann haben wir hier schon so ein paar Sachen dabei. Und wenn ihr jetzt, meinetwegen hier auf den Flint geht, und wenn ihr dann O drückt, dann lasst ihr alles ganz schnell fallen. Oder aber, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Kiste habt, die ihr später craften könntet, und wenn ihr ganz, ganz schnell Sachen da reinlegen wollt, dann könnt ihr das mit T machen. Ich nehme das hier jetzt mal wieder auf. Ihr seht schon, das wird nach einer Zeit verschwinden. Also ihr habt immer noch mal deutlich Zeit, Sachen aufzunehmen. Und wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel ganz, ganz schnell Sachen in Ton packen wollt oder so gesehen von einem Inventar ins andere Inventar, dann könnt ihr T drücken. M, da könnt ihr die Map öffnen oder auch wieder zumachen. Dann ist H für euer HUD. Da seht ihr jetzt oben beispielsweise jetzt die Uhrzeit, den Tag, in welcher Gegend ihr euch befindet, weil die Karte ist immer noch mal in unterschiedlichen Regionen unterteilt. In diesem Fall sind wir jetzt hier bei The Football. Ihr seht, wie viel Grad es ist, meinen Namen, das Level und falls ihr in einem Tribe seid, dann auch den Tribe-Namen. Und unten rechts könnt ihr jetzt nochmal in aller Deutlichkeit sehen, wie viel Gewicht ihr gerade habt, wie viel Erfahrung ist im Prinzip nochmal beschriftet.
So, das waren die Schnelltasten. Im Übrigen, was ich eben noch gemeint habe, wenn ihr zum Beispiel farmen geht, dann könnt ihr auch während dem Laufen einfach die Benutzen-Taste drücken und ihr nehmt was auf. Also so könnt ihr auch nochmal ein bisschen Zeit sparen. Gut, kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar ist das das Essen. Wie komme ich am Anfang effektiv an Essen? Die einfachste Methode ist, wie ihr schon eben gesehen habt, wenn ich hier Beerenbüsche oder Büsche allgemein aufnehme, da steckt nicht nur Fiber drin, sondern auch diverse Beeren. Es gibt Macho Berries, Azul Berries, Tinto Berries, Narco Berries, Armor Berries und Bistin Berries. Ihr könnt alle Beeren essen, bis auf Narco Berries und Stim Berries. Die anderen könnt ihr ganz einfach verspeisen, tut sie einfach in eure Hotbar, in diesem Fall die 2, drückt die 2 und dann könnt ihr das essen. Die Beeren im Übrigen geben nicht nur Essen zurück, sondern sogar eine kleine Menge an Wasser, was auch nicht schlecht ist. So, und ich sehe gerade, ich habe sogar noch ein 2 Tasten vergessen, die ich euch zeigen wollte, und zwar mit C. Der könnt ihr hier so kriechen. Diese Ansicht bekommt ihr übrigens, wenn ihr das Mausrad drückt. Das ist C und mit X könnt ihr euch hinlegen. Okay, nochmal zurück zu den Beeren. Wie gesagt, ihr könnt alle Beeren essen, bis auf Narco Berries und Stim Berries. Narco Berries sind nämlich eigentlich nur dazu da, um zähmen zu können. Und Stim Berries, die geben euch zwar Ausdauer zurück, aber dadurch werdet ihr, ich meine, es war sehr schnell verdursten. Also es ist auch nicht so effektiv. Oder aber, ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel euch später einen Speer gecraftet habt, dann könnt ihr ganz einfach euch das Fleisch von Dodos holen, weil die wehren sich eigentlich nicht. Die sind wirklich mit die harmloseste Kreatur, die hier existiert. Die könnt ihr euch holen, um eben effektiv an Nahrung zu kommen. Oder aber, schön, dass ich das an einem Beispiel von einem Level 104 Dodo mache. Oder aber in diversen Flüssen gibt es auch Fische. Und die Fische, die wehren sich auch nicht. Und die könnt ihr auch super als Nahrungsquelle verwenden. Da hinten seht ihr übrigens einen Raptor. Wunderschön. Allerdings muss man auch aufpassen in diesen... Sorry, da war gerade ein Leck von der Hack. Großartig. In diesen Flüssen, da sind nicht nur Fische, sondern da können auch... Ja, da sehen wir schon effektiv Piranhas sein. Und denen wollt ihr nicht begegnen. Also sprich, da ist der Dodo nochmal eine etwas angenehmere Art, um an Fleisch zu kommen, neben Beeren. Und ihr seid mit dem Wasserproblem, ihr könnt einen Water Skin leveln. Das weiß ich allerdings gerade nicht, ab welchem Level ihr den bekommt. Aber wenn ihr den habt, dann könnt ihr auch Wasser effektiv mit euch herumtragen. Und später gibt es auch nochmal da bessere Varianten von. Und ansonsten müsst ihr euch erstmal so ein bisschen mit den Beeren über Wasser halten. So. Und da fragt man sich natürlich, gut, okay, ich brauche also sprich immer wieder Level, um auch die ganzen, ja, um Engram-Punkte auch zu bekommen, um die ganzen Sachen eben craften zu können. Wie bekomme ich denn schnell ein Level? Man muss erstmal sagen, man bekommt schon Erfahrung alleine durchs Stehen in Ark. Also wenn ihr hier schon rumsteht, dann levelt ihr schon. Allerdings natürlich jetzt nicht sonderlich viel. Effektiv ist immer diverse Sachen beispielsweise zu bauen. Bauen bringt immer gut XP. Oder auch wenn ihr später Narkotik herstellt. Narkotik ist nochmal effektiver zum Zähmen als jetzt Narco Berries. Im Übrigen habt ihr gerade gesehen, hier spoilen meine Azul Berries. Die
haben nämlich nur eine gewisse Dauer. Wenn ihr hier hingeht, da. Die Bären laufen auch ab, also ihr könnt die jetzt nicht die ganze Zeit bei euch tragen. Genauso wie das Fleisch. Das ist nicht für immer haltbar. Also da müsst ihr auch gut kalkulieren. Und wo war ich? Genau, Narkotik. Das könnt ihr später herstellen. Da möchte ich jetzt allerdings gar nicht so groß drauf eingehen. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber wenn ihr später Narkotik craften könnt, dann ist das eine super Quelle, um sehr schnell Erfahrung zu sammeln. Und wie gesagt, gerade so für den Anfang, wenn ihr immer schon zum Beispiel Torches auch baut für die Nacht oder Spitzhacken, das bringt euch schon so einiges. Oder wenn ihr dann ja zum Beispiel Dudus tötet, um an Fleisch zu kommen, das bringt auch Erfahrung. Oder wie gesagt, alleine Töse rumstehen, aber das ist dann natürlich nicht so effektiv. Ich werde hier jetzt im Übrigen nicht näher auf die einzelnen Sämethoden eingehen. In Ark, da habe ich schon ein entsprechendes Video gemacht, das könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr möchtet. Da habe ich gezeigt, mit was man alles in Ark sämen kann und wie effektiv das ist. Allerdings zeigt es euch jetzt nicht, wie man effektiv jetzt einen Dino zähmt, also mit Narcobarrels. Da geht es wirklich nur darum, was es alles für Tools gibt, die man anwenden kann, um zähmen zu können. Und gleich wird es dunkel, großartig, ich bin noch nicht fertig. Kommen wir zu sogenannten Beacons. Hier zum Beispiel da hinten, da seht ihr da gerade aufleuchten, immer vom Himmel. Oder hier, da seht ihr das auch schon mal. Das sind sogenannte Beacons. Und es gibt die in unterschiedlichen Farben. Es gibt denen das zum Beispiel auch eine. Es gibt die in Weiß, Grün, Blau, Lila, Gelb und Rot. Und die enthalten diverse tolle Sachen. Und die könnt ihr mal ab einem bestimmten Level öffnen. Zum Beispiel könnt ihr die weißen ab Level 3 öffnen, die grünen ab Level 15, die blauen ab Level 25, die lilanen ab Level 35, die gelben ab Level 45 und die roten ab Level 55. Und wie gesagt, die beinhalten immer ganz, ganz tolle Sachen, zum Beispiel schon fertige Sättel, Waffen oder auch Baumaterial, Rohstoffe. Es lohnt sich auf jeden Fall immer, so einen Beacon zu öffnen. Leider ist der jetzt da oben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da noch schnell genug hinkomme, bis der weg ist. Ich versuche es mal, weil die sind nämlich auch immer nur eine gewisse Zeit da. Und ansonsten zerfallen die nämlich auch. Mal gucken, ob ich es noch schaffe. Dodo, aus dem Weg, bitte. So sieht so ein Beacon aus. Und ihr seht schon, der zum Beispiel, der hat eine 100 Haltbarkeit. Und der ist jetzt noch, der hat noch eine Haltbarkeit 70 von 100. Und wenn man hier jetzt guckt, dann würde man hier jetzt einen Blueprint bekommen. Mit einem Helm. Es müssen nicht zwangsweise Blueprints sein, es können da auch schon fertige Sachen drin sein. Und es lohnt sich immer, diese Sachen abzustauben. So, wenn man das da rausnimmt, dann zerfällt der. Der ist allerdings gerade nicht so episch zerfallen, wie der das sonst immer tut. Aber ist natürlich klar, ich will das jetzt natürlich zeigen und dann wird das natürlich nichts. Gut. Im Übrigen, ihr könnt, solltet, wie auch immer, euch später natürlich einen Ort aussuchen, wo ihr bleiben möchtet. Und es gibt verschiedene Baumaterialien. Es gibt Thatch, es gibt Wood und Stein und später noch Metall. Und das hier zum Beispiel ist die primitivste Hütte, die es gibt. Das sind hier jetzt sogenannte Thatch-Sachen. Und da seid ihr auf jeden Fall sicher drin. Also sprich, es ist nicht verkehrt, später sich eine Hütte zu bauen. Hier sind im Übrigen sogenannte Kisten. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man da drin sich deutlich besser schützen kann, gerade wenn es eben auch dunkel wird.
Und dann möchte ich euch noch ein bisschen was zu Anfangssachen erzählen. Und warum, seit wann tauchen hier Belzebufos auf? Kumpel, du gehörst hier eigentlich nicht hierher. Oh, cool. Level 108. Schön, schön. Und zwar zu Anfangswaffen. Da kann ich euch im Prinzip zwei Sachen empfehlen. Und zwar einmal den Wooden Club oder den Speer. Zum Anfang des Spiels gab es sogar nur den Speer, aber dadurch, dass es ja jetzt arg schnell ein bisschen draußen ist, gibt es jetzt auch schon den Wooden Club. Und ihr seht, der Speer wird euch 3 Engram-Punkte kosten und der Wooden Club 4. Und kommen wir mal kurz zu den Materialien. Zuallererst den Wooden Club bekommt ihr ab Level 3. Wie gesagt, kostet euch 4 EP, 4 Wood, 15 Fiber. Und das vom Gewicht her wäre der 2,0. Und im Vergleich der Speer wäre ab Level 2 3 EP, 2 Flint, 8 Wood, 12 Fiber und würde 3,0 pro Speer betragen. Und zum Vergleich, der Wooden Club, der hat einen Melee Damage von 5 und der Speer einen Melee Damage von 30. Gut, würde natürlich jeder sagen, klar, nehme ich den Speer. Was soll ich denn da mit dem Wooden Club? Aber der Nachteil von einem Speer ist, der bricht relativ schnell, sodass man eigentlich immer sagt, man sollte ziemlich viele Speere dabei haben. Aber mit 3,0 haben die ziemlich viel Gewicht. Und wenn man bedenkt, dass man am Anfang nur 100 Gewicht tragen kann, ist das ziemlich viel. Deswegen würde ich eher zum Wooden Club tendieren. Ich hoffe, es sollte nicht allzu dunkel sein. Deswegen würde ich euch zum Wooden Club raten. Der macht zwar nur 5 Melee Damage, aber macht dafür 20 Torpor pro Hit. Und das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel einen Dillo, und ich sage euch, am Anfang werdet ihr Dillos hassen, könnt ihr mit 1 bis 3 Schlägen bewusstlos schlagen. Ich glaube, ich habe jetzt leider keinen Dillo, sonst rennen hier eigentlich immer welche rum. Aber gerade habe ich hier leider keinen. Ihr werdet schnell wissen, was ein Dillo ist, glaubt mir. Wie gesagt, mit diesem Wooden Club, der dann übrigens auch eine Haltbarkeit hat, wie die Spitzhacke hier, könnt ihr einen Dillo, also zumindest einen niedrig gelevelten Dillo, könnt ihr mit 1 bis 3 Schlägen bewusst durchschlagen und somit relativ schnell welche zähmen. Und zum Anfang ist es schon ziemlich gut. Also die können euch zumindest schon mal ein bisschen verteidigen. Und wenn ihr da auch so eine kleine Armee von habt, ist das nicht schlecht. So, und ihr seht schon, das Video ist wahnsinnig lang. Dabei wollte ich das kurz halten. Es gibt jetzt noch eine Sache, die ich euch gerne erklären möchte. Und zwar sind das Statuseffekte. Und dazu werde ich euch jetzt hier diverse Bilder einblenden und was dazu erklären. Und das ist dann auch schon die letzte Sache. So, kommen wir zu den einzelnen Statuseffekten hier in Ark. Und zwar, wenn euch diese Schneeflocke eingeblendet wird, dann heißt es, dass euch kalt ist und das lässt den Hunger sinken oder schneller sinken. Dann gibt es noch den Eiswürfel. Das bedeutet, ihr friert und der Hunger sinkt deutlich schneller. Dann gibt es diese kleine Flamme. Das bedeutet, dass euch heiß ist und euer Wasservorrat sinkt schneller. Und dann gibt es noch die deutlich größere Flamme. Das bedeutet, euch ist glühend heiß und euer Wasser sinkt deutlich schneller. So, kommen wir zu diesem durchgebrochenen Knochen, der schon sehr schmerzhaft aussieht. Und zwar seid ihr dann verletzt. Ihr könnt dann nicht springen und auch nicht rennen. Und ihr bewegt euch nur sehr langsam und euer Torpor steigt schneller. Und dann kommen wir zu dieser, ich weiß nicht wirklich, wie ich es euch erklären soll. Aber das tritt auf jeden Fall auf bei dem Dillo-Gift.
Dann ist eure Sehkraft beeinträchtigt für 10 Sekunden. Dann kommen wir zu diesem wunderschönen Totenkopf. Dann seid ihr betäubt, eure Bewusstlosigkeit droht und das ist meistens ausgelöst von Skorpionen etc. Und dann seht ihr hier diesen ganz erschöpften Menschen. Dann ist euer Stamina aufgebraucht und ihr könnt weder springen noch rennen und euch nur sehr langsam bewegen, bis euer Stamina sich eben wieder aufgeladen hat. So, kommen wir zu den nächsten Statuseffekten. Ihr merkt schon, es gibt ganz schön viele. Und zwar kommen wir jetzt zu diesem Magen, sag ich jetzt mal. Dann seid ihr hungrig, eure Gesundheit sinkt stetig und der Torpor-Wert steigt stetig und schneller. Dann kommen wir zu diesem Fleischstück und mit den zwei grünen Pfeilen. Das bedeutet verdauend, euer Hunger wird wiederhergestellt, nachdem ihr etwas gegessen habt. Dann zu diesen Wassertropfen. Das bedeutet, dass ihr dehydriert seid. Sprich, euer Stamina regeneriert sich nicht. Gesundheit sinkt stetig und Torpor steigt stetig und schneller. Sprich, hungrig und dehydriert taucht auf, wenn eure Hungerleiste auf Null ist und euer Wasser auf Null ist. Dann kommen wir noch zu dieser, was ist das? Hantelgewicht. Anzeige. Das bedeutet, ihr seid belastet. Euer Gewichtslimit ist erreicht. Ihr habt also zu viel dabei und dadurch könnt ihr nicht mehr springen und rennen. Und euch im Zweifelfall gar nicht mehr bewegen. So, kommen wir zu dieser, ich will jetzt schon fast sagen, wunderschönen Weinflasche. Das bedeutet Heilung. Eure Gesundheit regeneriert sich wieder. Dann kommen wir zu den Lungen. Das bedeutet ersticken, eure Gesundheit sinkt stark. Dann zu diesem Hammer und dem Schraubenschlüssel, das bedeutet bauen, reparieren. Ihr seid dabei, gerade ein Werkzeug zu reparieren und dadurch könnt ihr weder springen noch rennen und ihr bewegt euch nur langsam in der Zeit, während ihr craftet. Dann kommen wir zu diesem wunderschönen Fuß, das bedeutet, dass ihr langsam seid. Das kommt vor, wenn ihr gefangen seid in den Webattacken der Araneus oder der Brute Mother. So, kommen wir zu den letzten drei Statuseffekten. Und ich weiß, es waren ungewohnt viele. Also zumindest, wenn ich mir das jetzt mal so aufgeschrieben habe, waren es doch einige. Und zwar kommen wir jetzt zu diesem Totenkopf mit dem verrotteten Fleisch. Dann habt ihr eine Lebensmittelvergiftung. Dann sinkt nämlich eure Gesundheit aufgrund schlechtem Essen, also sprich, wenn ihr verdorbenes Fleisch gegessen habt. Dann kommen wir zu diesem wunderschönen Heiligenschein mit Sternchen. Das bedeutet Knocked Out und dann seid ihr bewusstlos und das Einzige, was ihr machen könnt, ist, dass ihr warten müsst, dass euer Torpor-Wert wieder gen Null sinkt. Und dann sehen wir hier diese wunderschöne Hütte, dieses kleine Haus. Das bedeutet Home. Und das wird aktiv, wenn ihr ein Haus betritt. Wird allerdings auch nur aktiv, wenn ihr die Türen alle schließt. Und dann bekommt ihr einen Buff von 112 Hypo und 56 Hyperthermic Isolation. Und diese Hypo und Hyper, das ist eure Resistenz gegenüber Kälte und Wärme. So, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann hoffe ich, dass ich euch bei der einen oder anderen Sache helfen konnte zum Start in Ark Survival Evolved und dass ihr jetzt vielleicht ein bisschen schlauer seid. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich das doch sehr gerne wissen, weil es hat mir doch schon Spaß gemacht, die ganzen Informationen rauszusuchen. Und ich würde sagen, bis dann.